Wax hat die Niederlage echt sportlich genau. Ja, also die Spiele gegen Wax haben auch echt Laune gemacht, ne? Die Spiele gegen Wax haben auch echt Laune gemacht. Ich glaube, ein paar Leute haben mich auch im Hinspiel irgendwie falsch verstanden. So, wenn ich, guck mal, wenn ich mich da hinsetze und mich abfuck, weil meine Pässe nicht ankommen und ich sag, boah, was ist das für eine unverdiente Scheiße, so, dann rege ich mich doch nicht in dem Moment über Wax auf, sondern einfach darüber, wie das Spiel gerade läuft. So, ich glaube, das haben irgendwie so ein, zwei wenige Ausnahmen, aber das haben ein paar Leute falsch verstanden. Die Spiele gegen Wax haben absolut Bock gemacht, ehrlich. Also, ich hab im Rückspiel auch wirklich tatsächlich 90 Minuten lang einfach 4-3-3 offensiv gespielt. Ich zeig euch, welche Aufstellung ich gezockt habe. Weil ich habe halt im Hinspiel so, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, zur Halbzeit habe ich gechanged. Ich habe am Anfang 4-2-2-2 gespielt. Hab versucht, so ein bisschen langsamer abwartender zu spielen, keine Fehler zu machen. Hab aber gemerkt, dass Wakes genau so einen Spielstil hat und der mit so einem Spielstil besser klarkommt, ne? Und dann habe ich halt in der Halbzeit auf 4-3-3 umgestellt, auf die Formation hier. Welches ist denn das? Auf die hier. Hier, da habe ich Tiefe, wissen wir das, Tiefe 5, Tiefe 4, Breite 5. Und habe halt versucht, mit den dreien vorne hier wirklich zu pressen wie sonst was. Und das habe ich dann auch das komplette Rückspiel gezockt. Also das hat die Formation 4-3-3, die hat schon gut gecarried, Alter. Der Last-Minute-Treffer im Hinspiel war so wichtig. Der war von der Moral so wichtig. Weil ich war im Hinspiel, ohne Spaß, ich habe mich im Hinspiel, ich habe mich so krass gefickt gefühlt, Alter. Wakes hat mich die ersten 25 Minuten richtig stark dominiert, ne? Da stand der gefühlt die ganze Zeit, der stand gefühlt die ganze Zeit nur in meinem Strafraum, ne? Dann bin ich gerade besser geworden, 10 Ingame-Minuten. Ich habe mir meine ersten Chancen rausgespielt, ne? Ich konter, will einen Konter machen. Warte, ich zeige euch das mal immer ganz kurz. Ey, da hätte ich ausrasten können, als das passiert ist. I show you. Ich zeige euch einmal, welche Situation ich meine. Das hat mich richtig sauer gemacht, ne? Da dachte ich auch, an dem Punkt, ich mache mal kurz Musik aus, weil ich weiß gar nicht, warum, ich war zu dem Zeitpunkt, das hat mich so getriggert hier, ne? Das war so die typischen ersten 25 Ingame-Minuten. Wakes die ganze Zeit vor meinem Strafraum. Ich kam gar nicht auf mein Leben klar. 4-2-2-2 gespielt. Der hat hier vor meinem Strafraum Handball gespielt. Abschlüsse gesucht, Ecken gekriegt. So, da konntest du nichts machen. So, dann, welche Situation war das? Hier, glaube ich, ne? So, hier, 22. Ingame-Minute. Ich bin das erste Mal gefühlt in diesem Spiel über die Mittellinie gekommen, ne? So, Wakes hatte keine 100%igen Chancen in den ersten 20 Minuten, aber der hat mich halt schon dominiert. So, ich denke mir, geil, jetzt einen fetten Konter machen. Lauf hier mit dem Neymar, sehe hier, oha, heftig, Ikone. Die rechte Seite ist ja komplett young, wild and free. Macht die Schusstäuschung, will jetzt hier auf Ikone rüberspielen. Achtet mal. Wie frei Ikone ist. Ich denke mir so, ja, Mann, Alter. Jetzt mache ich den Baba-Konter seine Mutter. Passt auf, was passiert. Und auf einmal kriege ich den Rechtsverteidiger anvisiert. Guck mal, was das war, Alter. Das hat mich so aufgeregt. Einfach diese Schmutzpasskorrektur. So, und dann kriegst du natürlich genau aus der Situation Gegentor. Hat Wakes dann natürlich gut gespielt. Ich weiß nicht, ob man das mit den Innenverteidigern hätte man wahrscheinlich ein bisschen besser machen können. Da musst du einen Dreieckpass machen, das war ein Dreieckpass, das ist das Traurige daran. Hätte ich einen X-Pass gemacht, okay, aber das war tatsächlich ein Dreieckpass. So, das hat mich übel getriggert. So, du liegst 1-0 hinten für halt, weiß ich nicht, dadurch, dass du versucht hast zu kontern. Und das ist so häufig irgendwie in den ersten Minuten passiert. Es war richtig schlimm. Ich glaube, hier war nochmal so eine Situation, da wollte ich eigentlich auf Messi spielen, hatte irgendwie auf die Außen gepasst und dann war Fehlpass. Keine Ahnung, das hat mich richtig getriggert, ne? So. Dann, zweite Halbzeit. Also so ab der 35., 30. Ingame-Minute habe ich Wakes auch tatsächlich schon im Hinspiel echt ganz gut dominiert, so, ne? So, dann ist 80. Minute. Ich bin die ganze Zeit vor seinem Strafraum, bin kurz davor, das 1-1 zu erzielen. Und dann kommt sowas. Das ist Wakes das erste Mal seit der 20. Minute vor meinem Tor 2-0. Da dachte ich mir auch schon wieder so, Bruder, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was geht jetzt ab? 83 Minuten, liegst einfach 2-0 hinten, obwohl du eigentlich eher, ja, also sagen wir es mal so, das Hinspiel war für mich ein unentschiedenes Spiel, tendenziell habe ich mich aber sogar ein Stück stärker gesehen als Wakes über die 90 Minuten, ne, aber gar kein Vorwurf, Wakes hat einfach super gemacht so und hat die Chancen, die er gehabt hat, halt eiskalt genutzt. Ich glaube, der hatte auch irgendwie 3 Torschüsse, 2 Tore, irgendwie sowas, aber der in der 90. war echt wichtig, ne. Ja, 3 Torschüsse, 2 Tore. Das war so fucking bitter. Scheiß mal auf Torschüsse, sagen wir mal 4 Schüsse, 2 Tore, ne? Das war echt belastend, Alter. Aber dann das Tor in der 90. Das Tor in der 90. war so absoluter Gamechanger. Im Rückspiel,
Ich weiß nicht warum, aber ihr habt es vielleicht manchmal solche Momente. Dieses Tor an der 90. hat mich so krass gepusht, dass ich ins Rückspiel reingegangen bin und es gab für mich gar nicht diese Option, dass ich da jetzt rausfliege. Ich bin in dieses Rückspiel reingegangen und gesagt, ich fick den jetzt. Ich weiß, dass ich das jetzt gewinne. Ich spiele jetzt 4-3-3. Ich mache jetzt nicht nochmal solche dummen Fehler. Ich spiele jetzt 4-3-3. Ich presse dem die Scheiße aus dem Arschloch. Ich gewinne jetzt dieses Rückspiel. Egal, was passiert. Ich gewinne die Scheiße jetzt. Und wenn du mit so einer Mentalität reingehst und dann natürlich auch so dieses Prozent Glück dann noch hast, ne, das kam natürlich auch noch in dem Rückspiel dazu, dann läuft es halt irgendwie von selbst. Also ich weiß, ich lehne mich krass aus dem Fenster, aber von dem, was an dem Spiel drangehangen hat, wie ich das Spiel für mich empfunden habe, war das eins meiner besten Spiele in FIFA 20. Hier, da fing es nämlich schon an. Guck mal, das war fünfte Minute. Das war fünfte Minute. Wenn der reingeht, wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen. Dann wäre es nicht so hoch ausgegangen. Vielleicht wäre ich dann auch rausgeflogen. Aber achtet mal darauf, das habe ich auch zu Steini gesagt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund ich das gemacht habe. Aber achtet mal auf den Boateng. Ich habe den hier angewählt. Das war der 500 IQ-Move des Zorns. Und ich weiß nicht mal mehr, ob das geplant war. Ich kann es euch nicht sagen. Aber das war der 500 IQ-Move des Zorns. Achtet mal. Ich ziehe den jetzt einfach raus. Er spielt abseits. Digga, ich weiß nicht mal mehr, ob es geplant war. Ich kann es euch nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe es einfach so komplett aus der Intuition gemacht. Keine Ahnung, Alter. Aber es hat so krass funktioniert. Es war so lucky, Alter. Vor allem, das hat vom Timing so perfekt gepasst. Digga, das war so ein 500 IQ-Move, Mann. Und der steht halt wirklich so einen absoluten kleinen Pimmelschritt im Abseits. Beste Leben, Alter. So, und dann, keine Ahnung. Ich fand, das erste Tor war richtig geil gespielt hier. Zack, Lever, kurze Ecke. Lever, Headliner, ist halt einfach Maschine. Zweite Tor war dann lucky, muss ich sagen. Also ich glaube, das war auch tatsächlich so die Situation, das zweite Tor, war tatsächlich das, das war so eine Situation, die hat das Spiel entschieden. Weil das Ding ist, Wakes und ich sind eigentlich absolut gleichwertige Spieler, würde ich sagen. Von dem, was wir auch so an Weekend-League-Ergebnissen holen, das gleicht sich relativ. Also ich glaube, wenn Wakes und ich 10 Spiele gegeneinander machen, dann wird das Ergebnis irgendwie so sein, dass, keine Ahnung, Wakes 6 Spiele gewinnt und ich 4 Spiele gewinne. Oder ich 6 Spiele gewinne und er 4 Spiele gewinnt. Ich glaube, das wird nicht relativ deutlich. Ich glaube, das ist relativ ausgeglichen, wenn Wakes und ich 10 Spiele gegeneinander machen. Und das Ding war, ich war natürlich oben auf. Ich habe das 1-0 gemacht. Ich habe in der 90. das Tor gemacht. Wakes hat hier in der 5. getroffen. Eigentlich abseits. Und dann passiert sowas. Dann steht es nach 20 Minuten 2-0. Und auf einmal muss Wakes in diesem Spiel abliefern, nicht mehr ich. So, dann konnte ich gechillt spielen. Wakes musste das Tor machen. Und zusätzlich war natürlich Wakes Moral hier unten und meine war hier oben. Weil ich irgendwie, warum auch immer, dieses Tor in der 90. aus dem Hinspiel hat mich so krass gepusht, dass ich in das Spiel halt reingegangen bin mit der Motivation. Ja, kein Thema, ich fick den jetzt. Es war absolut lucky. Es war absolut lucky, Mann. Mitnehmen. Das Tor war Gamechanger, Alter. So ist halt FIFA, Mann. Ich hätte mich absolut über das Tor aufgeregt, gar keine Frage. Und dass Blanc in dem Spiel halt so krass gecarried hat, mir ist es während des Spiels gar nicht aufgefallen, Mann, ohne Spaß. Ich habe halt gegen Wakes einfach wirklich Pressing ab der Halbzeit von dem ersten Spiel, habe ich gegen Wakes einfach dumm gespielt. Weil das hat mir Steini tatsächlich gesagt, als Steini gegen Wakes gespielt hat, der hat ja auch irgendwie ein Spiel, wo der relativ gut gegen den mitgehalten hat, da hat er einfach dumm auf Pressing gespielt. So, achtet mal hier, guck mal, ich führe 2-0, so, ne? Wakes muss ein Tor machen, ich könnte eigentlich übel entspannt spielen. Achtet mal, was ich hier mit meinem defensivsten Mittelfeldspieler mache, mit Kanté. Ich renne einfach mit 500 km/h auf den zu, Alter. Das ist so dumm eigentlich. Keine Ahnung, aber das hat echt gut funktioniert. Ich habe einfach komplett Pressing seine Urgroßmutter gespielt. Diese andere Analyse, ja, ich habe einfach die ganze Zeit so gespielt, als würde ich 2-0 hinten legen, weil ich hatte das Gefühl, dass Wakes da nicht drauf klarkommt, weil Wakes ist so ein sehr ruhiger Spieler. Sagen wir mal so, boah, Digga, jetzt kommt eine Analyse, die ist reif für den Doppelpass. Sagen wir mal so, wenn das Spiel statisch ist, wenn du mit den Spielern den Ball am Fuß hast, Passstaffetten aufziehst, dann ist Wakes der bessere Spieler. Aber wenn die motherfucking R2-Taste penetriert wird, und das Spiel in einem Vollsprint stattfindet, dann ist Simon Gamer Bruder, your motherfucking man, Alter. Ich bin einfach gerannt, Mann. Was war deine Taktik fürs Rückspiel? 4-3-3 offensiv rennen. Das war's.
Das war's. Das war meine Taktik, Alter. Oh, den fand ich echt nice gespielt, das dritte Tor, ne? Ohne Spaß. Da muss ich sagen, das sind so Situationen, die mache ich normalerweise nicht. Ich weiß nicht, den fand ich echt smooth rausgespielt. Seite gewechselt hier einmal mit R1-Viereck, die feiere ich ja momentan. Und dann irgendwie mit einem Geistesblitz auf einmal hier Lever gesehen. Normalerweise ist es so eine Situation, wo ich mit Ikone weiterlaufen würde und versuchen würde zu schießen. Und dann Blanc hier gesehen und dann einfach mal direkt geschossen. Digga, beste Leben, Alter. Oh, Wakes. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Ey, ich habe mich bei einer Situation richtig aufgeregt, ne? Ich hab, hier, ich glaube, ist es die Situation? Boah, ich habe einmal fast so ein geiles Tor mit Messi gemacht. Da habe ich mich echt richtig geärgert. Da habe ich mich echt richtig geärgert, dass der nicht reingegangen ist. Ich glaube, das hat Wakes auch reingeschnitten. Ich meine, ich hätte die Situation gesehen bei ihm. Da habe ich mich richtig geärgert, dass er nicht reingegangen ist. Ja, achte mal, PT. Einfach 65. Minute. Einfach irgendwo rangepresst, Alter. Ey, das hat schon Bock gemacht. Aber generell, da gehen wirklich nochmal Props raus. Das fand ich echt nice. Weil auch als Wakes im Hinspiel 2-0 geführt hat, der hat nicht irgendwie angefangen, sich hinten reinzustellen. So, der hat die ganze Zeit offensiv gespielt. Ich feiere das, ne? Also ich, weil viele jetzt wieder so meinen, ich würde irgendwie hier indirekt Tizi Schubech fronten oder so. Natürlich nicht, Alter, die Tizi-Jungs und ich, wir sind so, ne? Und jeder kann ja so spielen, wie er möchte. Die einen spielen ein bisschen defensiver, die anderen spielen ein bisschen kontrollierter, die anderen spielen mehr auf Ballbesitz. Aber ich feiere das, wenn man, auch wenn es in FIFA 20 eigentlich nicht effektiv ist und man da das Spiel langsam machen muss, ich feiere das einfach, wenn man FIFA 20 Vollgas spielt, Mann. Wenn man offensiv spielt und wenn einem das scheißegal ist, ob man so... Bei mir ist es immer so, ich gewinne lieber 4-1. Naja, okay, das ist das falsche Beispiel. Ich gewinne lieber 5-4 als 1-0, sagen wir es mal so. Keine Ahnung. Wenn ich 2-0 führe in der 80. Minute, dann spiele ich lieber aufs Dritte, als das Zweite zu verteidigen. Und das hat einfach richtig Laune gemacht, weil Wakes hat vom Mindset genauso gespielt. Der hätte in das Rückspiel reingehen können und sagen sollen, ja Bruder, du musst hier mindestens ein Tor machen und gewinnen. Ich mache hier gar nichts. So, aber die erste Großchance, der hat direkt Wakes gehört, weil er auch vorne dran gepresst hat. Das hat richtig Bock gemacht. Und ich glaube auch, das hat auch gerade der Rocco reingeschrieben, ich glaube, das war auch rein vom Gameplay und von der Emotionalität eins der geilsten United-Spiele bis jetzt dieses Jahr. Weil einfach beide richtig offensiv gespielt haben. Guck mal, wie es hier die ganze Zeit hin und her geht, Alter. Das hat richtig Bock gemacht, Alter. Auch hier Ball gekriegt, nicht lange Scheiße gemacht, so direkt, bam, Abfahrt. Richtig nice. Nein, die am Bunkern sind in FIFA 20, ich werf den Leuten das nicht mal großartig vor. So, guck mal, das ist in FIFA 20 ist es effektiv, wenn man den Ball so lange wie möglich am eigenen Fuß hält, wenn man eine hohe Passgenauigkeit hat, wenn man um den gegnerischen Strafraum Handball spielt, wenn man den Ball lange am Fuß hält, wenn man sich mit einer niedrigen, tiefe Option da hinten reinstellt. Das ist in FIFA 20 effektiv, weil die Longshots scheiße sind und weil man einfach nicht viel mit Pressing gegen Dings machen kann, gegen hinten den Ball halten. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf an die Leute. Wenn ihr so spielen wollt, wenn ihr damit glücklich seid, wenn ihr damit mehr Weekend League Wins holt, so brauche ich euch doch gar nicht vorwerfen. So, macht das. Wenn ihr schwitzen wollt, schwitzt gerne, aber ich hole lieber in der Weekend League 1-2 Siege weniger, spiele dafür geilen Fußball, mir macht das Spiel Spaß, als auf Krampf, wenn ich 1-0 führe, dann anzufangen, Fußball zu verhindern. Das macht mir keinen Spaß. Wer so spielen möchte, kann das sehr gerne tun. Ich werfe das den Leuten auch gar nicht vor. Ich muss das meiner Meinung nach EA Sports und dem Spiel vorwerfen, dass das so effektiv ist. Es hat Bock gemacht, Alter. Das war ein geiles Spiel, Mann. Das hat einfach Laune gemacht. Und ich glaube und ich hoffe, wir spielen ja als nächstes gegen Payne. Ich glaube, das wird genauso. Ich kann euch nicht sagen, ob ich gegen Payne großartig eine Chance habe. Der Typ hat 30-0 geholt. Ich glaube, ich muss schon einen richtig guten Tag erwischen und Payne einen richtig schlechten Tag erwischen, dass ich gegen den weiterkomme. Aber ey, wenn ich gegen den 4-1 verliere, 3-2 verliere, Bruder, dann habe ich zwei geile Spiele gehabt und dann nehme ich das mit, Alter. Ich kann auch nicht auf Ballbesitz spielen. Es funktioniert nicht. Ich habe gegen Wakes, nochmal, ich habe gegen Wakes die ersten 25 Minuten auch versucht, ruhig zu spielen. Auf 4-2-2-2. Ball laufen lassen, einen Ball ein bisschen länger halten, keine Risikopässe. Ich kann so nicht spielen. Ich muss Knallgas nach vorne spielen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Der Moment, wo ich meinen Spielstil dem Gegner anpasse, das ist der Moment, wo ich scheiße werde und einfach anfange, über Sachen, die ich normalerweise so mache, dreimal nachzudenken. Wenn ich da irgendwie vorm Spiel anfange und sage, oh, jetzt spiele ich mal die 4-2-2-2, die 18. Version und dann, ja, stellen wir uns erstmal hier links auf den Innenverteidiger ein und pressen nur ab der 16-Meter-Raumlinie. Funktioniert nicht, Digga, da bin ich hammer scheiße, Alter. Ich muss einfach meinen eigenen Spielstil durchbringen und
gegen manche Gegner reizt und gegen manche nicht. 9 Euro ab FIFA 21. Ah ja, das war die Situation, ne? Ey, hier, ohne Spaß, bei der Situation, ich hab mich richtig geärgert, dass der nicht reingegangen ist. Weil das wäre eins der coolsten Tore des... Ja, weißt du, da Daniel Becker, das ist ein Ehrenmann, der auch einfach mal 11 Euro spenden, du Boss. Mal for real jetzt, ne? Wäre der mit Messi reingegangen, ich glaube, das wäre eins der geilsten Tore des Turniers geworden. Ohne Spaß, Tor des Turniers. Ich hab mich so geärgert, dass der nicht reingegangen ist. Das war so ein kleiner Pimmel, der dazwischen gepasst hat, nur. Ey, das war bitter. Digga, das vierte Tor war auch so maximal random. 4-0, ja, war ein bisschen zu hoch im Rückspiel. Also 2 oder 3-0 war in Ordnung. Ich finde, ich habe im Rückspiel schon deutlich besser als Wakes gespielt, so. Also mit 2 oder 3 Toren wäre... Also sagen wir mal ganz ehrlich, streich das 2-0. Streich das Tor hier. Nimm das raus, weil das ist Schmutz. Das ist FIFA-Schmutz. Und dann noch das 4-0 hier, weil das war auch ein bisschen lucky. So, und gebt mir dafür das Tor mit Messi, Alter. Gebt mir dafür das Tor mit Messi, dann gewinne ich 3-0. Dann wäre ich zufrieden. Also, ich bin auch so zufrieden, aber dann, das wäre meiner Meinung nach ein faires Ergebnis gewesen. Ich weiß gar nicht, wie am Ende die Statistik aus... Ja, also, ich glaube, 2-3-0 kann man bei der Statistik schon vertreten, aber 1 zu viel war es dann doch. Ich meine, man muss ja auch sehen, so, guck mal, Wakes hat halt auch am Ende aufgemacht, so, ich glaube... Nach dem 3-0 oder so hat der auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was der gezockt hat für eine Formation, hat der halt auch aufgemacht und ich habe halt immer noch 4-3-3 offensiv gespielt, ne? Wenn du dann einmal hinten rauskommst, dann hast du einfach 4 Leute zum Kontern, ne?